die wirklich sich transgendermäßig fühlen und so, ne? Gegen die habe ich nichts. Aber manche Frauen, die reden so und haben eine tiefere Stimme als Mahudi um die Ecke, Alter, aus der Dönerbude. Ey Leute, ich trainiere meine seitlichen Beckenmuskulatur. Du bist so hässlich, Bravo, ich schwöre es dir. Also ich finde, diese Maske ist eigentlich gut getroffen. Ich fand dich halt im Cisco-Video nur echt cool, ja. Damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Ich finde, Transe oder so, wenn man sagt halt, du bist ja eine Transe oder so, ne, das ist meiner Meinung nach nicht mal eine Beleidigung. Die Gesellschaft hat das beleidigend rübergebracht. Ja, genau wie das Wort Bastard. Ist eigentlich nur die Bezeichnung für uneheliches Kind. Uneheliche Kinder, ja. genau. Das ist nicht mal eine Beleidigung. Nein. Oder schwul. Ist halt einfach nur, ja genau, ja. Auch schwul. Das hat sozusagen die Gesellschaft verfeindlicht, sage ich ja. mal. Oder schwul. Ja, oder nicht. Gesagt. Oh, der Hund kriegt jetzt meinen fetten Knüppel. So gut, ja, ich schwöre. Dürfte ich dich vielleicht auch kurz hochnehmen? Ja, natürlich. Hochnehmen, warte, was? Ja, also her mit hochnehmen, deinem Geld, ja. Sofort. Hallo. Ich kann das auch. Ja, aber wie so ein Quick-Hit reden, das kann ja jeder. Halt dein Maul, Junge. Halt du denn dein Maul. Halt die Fresse, bevor ich dir an deinem Schwanz ziehe. Halt du die Fresse, bevor ich dein... Also ich krieg grad echt eine Latte. Ich kann deine Stimme auch gut imitieren. Ja, let's go. Ja, ich klinge genau wie so ein alter Sack. Scheiß Rentner, Alter. Ich schwöre, du könntest Synchronsprecher werden. Das ist krank. Kurze Frage. Ja, frag mal. Bist du so ein Fan von Netflix and Chill? Ja, bin ich auf jeden Fall. Also ich mag eher Amazon Prime und ich hämmer ihn dir rein. Oh, der ist auch gut. Ja, das ist fein. Hat das hier gezogen? Ah! Hat das gezogen? Aua! Er verkrümelt einen Brenner, Hilfe! Müsst aufpassen, es gibt ein neues Codewort bei den Beamten, wenn ihr so rumdürftet. Ja, ich weiß. Alles ja, gut. Codewort. Ja, damit die übermitteln können, dass hier ein Drifter ist. Damit das nicht auffällt, wenn die zivil sind, quasi. Keine Ahnung. Die sagen dann zu ihren Kollegen per Funk, denen ist die Latte durchgeschmort. Nico, wenn du willst, kann ich deine Mami und dein Daddy gleichzeitig sein. Oh damit habe ich kein Problem. Damit habe ich kein Problem. Ich bin 17. Nein, es verwirrt mich und es ist lustig, aber auch geil zugleich. Blöde dieser elende Jareli, kommst du kurz? Geh mir kurz nicht auf den Keks. Was? Fette geh mir nicht auf den Sack. Bitte gib mir mehr. Oh, ich liebe TikTok. Mein Gott, Daddy. Ach komm, kannst weiterfahren, das ist ein Fanboy. Nee, warte. Doch. Oh, du bist voll geil, ja, oh, ja, oh, oh. Was ist das? Ach, du Heilige. Ja, ich brauche ein neues Auto. Oh, dankeschön. Sie sind erstmal vorläufig festgenommen, einfach nur aus eigener Sicherheit. Okay. Ich nehme sie mal mit und führe sie nach unten, okay? Okay. Ah, super. Ja, direkt. Mann, ich hasse diese Treppen!